Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zur nächsten Folge von dem FIFA 17 The Journey Modus. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen was zu erledigen. Ich glaube, Training ist angesagt. Genau, Defensive. Und wenn es euch gefällt, gerne wie üblich Däumchen nach oben da lassen. Das macht ihr auch immer sehr, sehr toll. Finde ich ja sehr, sehr, sehr spitze, wie ihr hier das Let's Play unterstützt. Und wäre cool, wenn wir auch heute wieder 500 Däumchen knacken. Das sollten wir hinkriegen, oder? Das habt ihr die letzten Mal ja auch ganz gut hingekriegt. Super, mega nice. Vielen Dank dafür. So, und jetzt starten wir wieder was, was ich nicht so gut kann. Nämlich die Defensive. Mal gucken. Stelle Gegner per Zweikampf und verhindere, dass sie die gelbe Linie überqueren. Okay. Das heißt, einer fängt von irgendwo an. Yo! Wieder nicht geschafft. Es war schon besser. C. Na tolle Wurst. Okay, versuche an den Gegner ranzukommen. Sehr gut, das funktioniert doch. Ja. Na gut, dann sind wir wie beim A hier bei diesem Ergebnis. Eieieiei. Ja, das Tackling. Ich krieg das Timing einfach nicht gut gebacken. Da muss ich echt noch viel, viel, viel mehr üben. Wenigstens haben wir das zweite noch geschafft. Und das war in Ordnung, reicht für weiterhin für die Startelf. Und dann soll es jetzt auch weitergehen mit dem nächsten Match. Gibt es irgendwelche Tweets? Nö, vor 11 Tagen. Das jetzt mal. Jetzt sollen wir Schießen üben. Oh, wir haben noch mehr Trainingseinheiten. Sehr schön. Okay. Gut, dann üben wir weiter mal Schießen. Mal sehen, was es jetzt gibt. Abschluss Kurzdistanz. Ja, das kriege ich hin. Oh, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, jede Menge Bonuspunkte. Sehr schön. Das funktioniert doch, da bin ich besser. Weitschüsse. Ach so, das ist ja auch eine einfache Übung. Und wo kommt der Ball? Ich glaube von unten, ne? Jupp. Nummer 1. Nummer 2. Habe ich sogar doppelt getroffen. Aber er nimmt hauptsächlich einen starken Fuß, so wie es aussieht, ne? Obwohl, jetzt haben wir auch den schwachen genommen, den linken. Also wir können beides ja inzwischen. 5 Sterne. Weak Foot. Und jeweils auch Skill Moves. Ist das auch ein Ultimate Team so? Ich habe ja gelesen, dass man ihn ja als Karte kriegt. Hat er dann auch 5 Sterne Skillmoves und so weiter. Ist jeder Hunter, den man in Ultimate Team oder der in Ultimate Team ist, unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Spieler erzeugt haben. Das heißt, meiner wäre ein ZOM. Jetzt hier. Könnte man mehrfach spielen, unterschiedliche Hunter bekommen. Aber die würden ja alle, es würde nur einer wahrscheinlich dann im Team sein, ne? Aber unterschiedliche Dings, vielleicht auch unterschiedliche Mannschaften, je nachdem, womit man gestartet ist, ne? Das wäre auf jeden Fall interessant. Norwich ist unser nächster Gegner. Gucken wir mal, wie es da läuft. So, Dilly, wir sind in St. James's Park in der Startaufstellung. 4 Tore bisher, 3 in den letzten 3 Spielen. 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das ist sehr gut. Und damit geht's auch direkt los. Wir versuchen uns die Pille zu holen. Heute mein erstes Match. FIFA und es ist schon 20 Uhr. Also habe schon länger jetzt nicht gespielt. Aber dafür haben wir gestern ja im Livestream gespielt. Sollte man auch jetzt hier einigermaßen fit sein. Sehr schön. Erster Schuss. Sollte eine Flanke sein. Wurde abgewehrt. Gibt jetzt hier die Ecke. Und ich schau mal, dass ich vielleicht den Ball abstauben kann. Ja. Ja. Sehr gut. Jawohl. Der Pass darüber und zack, die Bude. Steht es dort 1:0. Wunderbar. War in Ordnung. Wurde ich auch schön durchgesteckt. Ich dachte mir, ah Mist, er steht jetzt zu weit da schon. Kann ich nicht wirklich an ihm vorbeiziehen. Deswegen einfach uneigennützig abgegeben den Ball an Adam Armstrong. Und damit haben wir jetzt das 1:0 gemacht. Direkt in der 8. Minute. Das ist schon mal ein hervorragender Start. Jetzt probieren sie es über die linke Seite. Oh, sehr gut. Aber das war einfach nur ein schlechter Pass. Ein ganz schlechter Pass. Jungs, das muss besser werden. Sehr schön.
Ah, zu lang. Nicht so hektisch. Was? Ich habe genau die Lücke gesehen. Er ist nur etwas zu lang gekommen, weil mein Mitspieler da vielleicht zu langsam ist und ich ein bisschen zu stark gespielt habe. Aber es ist ja nichts zu hektisches. Der war ja perfekt gedacht. Die Lücke war ja da. Er hat es ja auch, glaube ich, auch angewunken. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre echt die perfekte Option gewesen, den Ball da durchzuspielen. Sehr gut. Schön noch dazwischen gegangen. Wir kriegen das hin, Freunde. Dränge deine Gegner ab. Ja, ich schau mal, ob das was wird. So, einmal da hoch oder auch nicht. Lenkte sich wieder in die andere Richtung. Lass den Ball laufen. Pff, was auch immer die mir sagen wollen. Schöne Idee. Wenigstens das wurde mal gewürdigt. Oh, war da... Schlechter Versuch. Was? Wie hat er den denn geschossen? Da war einer davor. Wo ist das denn ein schlechter Versuch? Ich stehe doch da komplett fast frei. Also das... Nein! 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 Das war doch 100%! Klasse. Jawoll! Vorlage Hunter! Oder zählt das als mein Tor? Das ist mein Tor? Was? Meine Eigentor vom Ding? Jawoll! Jawoll! Das ist meine Flanke gewesen auf den gegnerischen Verteidiger. Eigentor, meine Vorlage. Ich feiere das natürlich. Ich wette, das zählt nicht als meine Vorlage. Zählt sowas? Zählt ein Eigentor, was ich als vorgelegt habe, als meine Vorlage? Würde ich gerne mal wissen. Typ mal ein bisschen fern. Oh, was? Warum hältst du den nicht fest? Der war doch ganz, ganz, ganz sanft geschossen. Sehr gut, sehr gut. Oh, was? Nee. Was macht er denn? Warum zieht er denn da aus 800 Meter ab? Er kann doch einfach direkt vor den Verteidiger, vor den Torhüter laufen. Oh Mann. Ja, da müssen die noch ein bisschen üben, ne? Das finde ich ja nicht so prickelnd. Ja, schlechtes Timing. Whatever. Super. Natürlich nicht meine Vorlage. Ist aber trotzdem sehr schön. TOT, macht das Tor. Oh Mann, weiter, weiter, weiter. War gut. Ja, dass ich den. Ich wollte das Ding jetzt selbst machen. Wollte da reinziehen. Hab's nicht geschafft. Aber dann auch den Ball wiedergeholt. Oh, nicht nachlassen! Schade. Ja, da hätte ich vielleicht noch einen Meter gehen können. 2, 3 wahrscheinlich sogar. Okay. Mein Ziel war es heute auf jeden Fall, dafür zu sorgen, dass wir gewinnen. Und das ist ja auf jeden Fall geschehen, denke ich. Dass ich da auch mitgeholfen habe. Zweimal eine Flanke. Ja, einmal. Also, eine Vorlage habe ich, glaube ich, ne? Die erste. Bin gerade gar nicht mehr im Bilde, was ich gemacht habe in diesem Spiel. Die eine Flanke auf den gegnerischen Verteidiger hat natürlich nicht als Vorlage gezählt, da bin ich mir sehr sicher. Oh, da nochmal eine Flanke. Gefährlich. Nein, was mache ich? Ich bin doof. Ich bin richtig doof. Sorry, ich bin richtig blöd. Okay, als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen, du musst auch Ballbesitz in der Angriffszone halten. Da musst du arbeiten. Jo, danke. Danke, danke, danke. So. Neue Informationen zu irgendwas. Vielleicht irgendwas mit unserem besten Freund. Ex-bester Freund. Fast 69er Gesamtbewertung.
dann mal ab nach Hause und schauen, ob es neue Tweets gibt von unserem Lieblingsfreund. Manchester United hat heute enttäuscht. Ich glaube, die vermissen dich. Super Sieg für Hunter und Newcastle. Wenn die weiter so die Punkte einfahren, sind sie nächstes Jahr in der ersten Liga. Oder in Liga 1. Das ist wiederum nett. Was ist denn, was schreibt er denn das? Vielleicht meint er es ja nicht mal böse, aber der ist ganz komisch. Der ist richtig komisch drauf. Ich verstehe es auch nicht. Oh, freies Training. Okay. Okay. Gut, dann kann ich mir jetzt ja aussuchen, was ich machen möchte. Übung 1. Ja, ist natürlich eine gute Frage, ne? Durchsetzen. Schießen oder so machen, ne? Schussgenauigkeit schwer. Abschluss. Und ich würde... Rondo, das ist auch recht schwierig. Vielleicht nochmal Weitschüsse üben. Fangen wir mal an. Gegen einen Keeper, das kriegen wir eigentlich hin. Das habe ich ja schon gemacht, ne? Denke ich zumindest, dass das möglich sein sollte. Ja, gut. Der Position. Treffer, sehr gut. Ah, der hält auf jeden Fall sehr stark. Okay. Oh, da das Ding erwischt. Ja, ist schwach. Mhm. Super. Noch drei. Ah, was, daneben? Super, das ist wenigstens ein B. Ah, den Pfosten. Und rein. Exzellent. Ah, rausgeholt. Aus dem Schießen. Und jetzt nochmal Weitschüsse. Das kriegen wir hin. Wird uns vorgelegt. Dann haben wir ein Doppel-A geholt. Wir sind das A-Team hier, Jungs. Das A-Team. Ich sag's euch. Also die Schüsse, die kann ich. Zumindest diese hier. Die habe ich jetzt ja schon öfter gemacht. Oh, war nicht so gut. Wieder nicht so gut. Aber wir haben ja sehr viele Chancen. Sehr schön. Jawohl. Jo. Mhm. Sauber, exzellent. Mein Bestes hier waren, glaube ich, 22.000. Ihr könnt mal in den Kommentaren mal schreiben, was euer Bestes hier bei dieser Übung war. Ich denke mal, jeder von euch wird die schon gemacht haben. Sogar mehr als 22. 23, glaube ich, hatte ich. 24. Das könnte sogar mein Rekord sein. 24.000. Und da wäre mehr drin gewesen. Da wäre echt mehr drin gewesen, glaube ich. Sehr gut. Schussgenauigkeit geht hoch. Abschluss. Sehr schön. Wunderbar. Okidoki. Das ist soweit sehr erfreulich. Dann einmal weiter. Und das nächste Spiel ist gegen Bristol. Ja. Das wird wieder eine gute Partie. Ich denke mal, die werden wir heute wegrocken. Wir legen los. Gegen Bristol. Bristol Rover oder wie heißen sie? Bristol City. Okay. Die wollen wir heute klar machen, ne, die Jungs? Das ist so unser Ziel. Ja. Okay, erster Versuch. Das haben wir eigentlich ja schon besser hingekriegt. Ah! Okay, aber schön durchgetankt. Das war eigentlich in Ordnung. Aber den schon wieder vergammelt. Und da wieder geholt. Und das war mal wieder nischt. Ein Satz mit X. Ein Satz mit Ischt. Das war wohl nischt. Oh, was? Was hat denn das für ein Schuss? Ich war nicht richtig zum Keeper gewandt oder zum Tor. Und dann so luschi abgeschlossen. Wie
Nee, ach komm. Hat er denn Tomaten auf den Augen? Also das habe ich ganz anders gesehen. Den hätte ich schnell abspielen sollen. Habe ich nicht gemacht. Mein Fehler. Oh, guter Einsatz. Mehr Glück als Verstand. Ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen. Aber okay. Weiter jetzt. Ja, schön. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut. Es war alles in Ordnung. Das war richtig gut. Wieso kann ich denn einfach dem nicht ausweichen? Und vorbei. Das muss besser werden. Jetzt zweite Hälfte. Da müssen jetzt hier ordentlich Tore fallen. Das will ich jetzt sehen, Jungs. Wir wollen hier nicht einen Unentschieden haben. Wir wollen definitiv direkt Liga 1 Aufstieg haben. Und dann am besten... ja. Alles klar machen. Problem wird nur sein, so wie ich das verstehe, es gibt nur die erste Saison den Story-Modus. Was ich ein bisschen kurz finde dann, wenn es wirklich so ist. Also nur eine Saison den Story-Modus und danach hat man den Hunter als Ultimate-Team-Karte. Hm. Also ja, es ist natürlich, eine Saison ist schon, ne, ordentlich was an Story, aber ich denke, da hätten sie mehr machen können. Also nächstes Jahr erwarte ich, wie ist es eine Story, bei der man seinen Spieler selbst aufbauen kann, also selbst aussuchen kann, wie der aussehen soll und so weiter. Spacken Otaldo, ey. Das erwarte ich nächste Saison. Das wird es auf jeden Fall, denke ich mal, nächste Saison geben, dass man den Spieler vermutet. Also das denke ich einfach jetzt mal. Dass man den selbst customizen kann, dass man sagen kann, der soll so und so aussehen. Ja. Dass man mehrere Saisons vielleicht auch spielen kann. Dass da mehr Story ist als nur eine Saison. Yo! Mach ihn doch rein! Mach ihn rein! Ah, oh, das ist nicht unser Ernst. Das ist nicht unser Ernst. Mitrovic, okay. Das ist schon mal eine gute Ansage, dass der jetzt auf dem Platz ist. Endlich ein richtiger Stürmer. Und ihr seht, meine Energie ist schon ziemlich low. Genau, genau. Alles nicht, ey. Wir haben gerade echt so ein Pech. Hier etwa hin. Jawohl. Oh, no. Bristol City wechselt aus. Okay. Jetzt kommt der Konter. Super. Immer ran, Jungs. 5 Minuten. Oh. Ja. Gut, gut, gut. Spiel weiter. Genau. Weiter, weiter, weiter. Jetzt eine schöne Flanke herein. Nee, ach komm. Aber das kann nicht sein. Das müssen wir doch gewinnen, das Spiel. Wir sind ganz klar Favorit. Und ich habe hier einige Chancen liegen lassen. Und auch das. Oh, vorbei. Ja, war nicht das gute Spiel hier heute. Das erste Spiel haben wir heute ganz gut gemacht. Das zweite hier 0-0. Naja. Gefällt mir gerade nicht. Aber sollte jetzt kein Todesurteil sein. Gucken wir uns gleich mal die Platzierung an. Sollte eigentlich immer noch im geregelten Rahmen liegen. So, was sehe ich denn hier? Alan Shearer. Heute geht die lange Reise zum Pokalsieg weiter. Mr. Hunter. Was kann uns Hunter zeigen? Manchester City oder was? Nee, ja, Manchester City gegen uns. Hey Alexander, mach heute einen rein, sonst fliegen wir raus, aber trotzdem locker bleiben. Jo, okay. Dann denke ich mir, machen wir diese Folge einfach noch ein Match, oder?
Machen wir das? Oder machen wir es erst in den nächsten? Bin ich nett oder bin ich nicht nett? Ja, das machen wir in der nächsten Folge. dann bedanke ich mich erstmal wieder bei euch. War nicht optimal, ich weiß. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge wieder, wie es hier läuft. Im EFL Cup. Manchester United ist da schon raus. Das heißt, wir sind da schon weiter. Manchester City soll jetzt dran glauben. Das ist ja der Stadtrivale. Das sollte eine Möglichkeit sein, uns hier noch ein bisschen zu beweisen. Ich bedanke mich erstmal. Hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.